Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video am 27.05.2020. Heute war Claudia da. Es war ganz lustig und nett. Ich bin schon sehr müde, hab Kreuzschmerzen, lieg schon seit einer Dreiviertelstunde im Bett. Kerstin hat gerade angerufen, weil sich's zu Mittag nicht ausgegangen ist. Und ich einen Anruf übersehen habe. Und jetzt haben wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Und das war ganz angenehm. Mit Claudia habe ich heute eine Nagellacklieferung markiert, weil die Farbe nicht drauf stand auf den Nagellack. Und jetzt haben wir auch außen an den Fläschchen Tupfchen Farbe drauf gemacht, damit man sieht, welche Farbe in dem Nagellackfläschchen ist. Und wir waren etwas draußen, aber nur ein paar Minuten. Und ja, ich habe mit dir ausgemacht, dass ich am 5., das ist der nächste Freitag, holt sie mich um 11 ab und fährt mit mir zu ihr nach Hause. Wir kochen zusammen und essen dann was und wir verbringen den Tag bei ihr zu Hause. Ich freue mich schon drauf. Das wird sicher lustig. Wir hatten auch ganz tiefgründige Gespräche über die Familie und so. Wo ich teilweise damit zufrieden bin. Aber das muss ich mir selbst noch so richten, dass es für mich okay ist und dass nicht zu so viel verglichen wird von Erfahrungen und so, weil wir doch sehr unterschiedliche Leben haben und das nicht so leicht über ein Bein gebrochen werden kann. Wenn sie mir von ihrem Leben erzählt und ich hier von meinem, weil es da Vorkommnisse gab, die einfach von den Lebensumständen her nicht vergleichbar sind. Und da muss ich noch mehr darauf eingehen, dass wir über solche Sachen nur kurz reden und nicht zu tief graben, weil schließlich ist sie nicht meine Therapeutin. Und das ist nett von ihr und auch nett gemeint und ich verstehe schon, wie sie das meint, wenn sie mit mir über sowas spricht, aber ich darf nicht vergessen, dass sie nicht meine Therapeutin ist und dass sie für mich arbeitet und dass es da gewisse Grenzen gibt, die man nicht überschreiten sollte und da auch man kann über das Wohlbefinden reden und so, aber verschiedene Themen sollten halt wenig oder gar nicht angeschnitten werden, weil es zu therapiemäßig ist und dafür habe ich Kerstin und Christoph und nicht die Assistenten. Das passiert mir aber auch mit Sonja genauso, dass das therapiemäßig ausartet. Und nicht nur von meiner Seite her, sondern auch von den anderen her. Also von dem Gegenüber. Sonst war ich ganz zufrieden und glücklich damit. Und die Gesprächsthemen waren auch super.
Und es ist toll, dass sie mir immer zuhört und dass sie mir helfen will. Und das schätze ich auch an ihr. Und das macht sie für mich so wichtig. Aber übertreiben sollten wir das nicht. Und das ist jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, war das ein bisschen fehlgeleitet von mir. Und das soll jetzt nicht zu sehr um persönliche Dinge gehen. Aber sonst hat sie hat da nichts falsch gemacht oder sonst irgendwas, sondern das ist, liegt in meiner Hand, das zu leiten und nicht therapiemäßig zu gestalten. Dass sie von ihren Sachen erzählt und das teilweise vergleicht, ist natürlich logisch. Weil man da schnell in so eine Schiene reinrutscht, wo das passiert. Und wie gesagt, das passiert mir mit Sonja auch. Und es soll aber eine gewisse Leichtigkeit in der Assistenz liegen und in der Zeit, die wir zusammen verbringen. Und ja, das war halt heute ein bisschen komisch. Aber da gibt's keinerlei Vorwürfe oder sonst irgendwas. Da bin ich einfach von der Person her noch nicht stark genug oder im Moment nicht stark genug, das so zu leiten, wie ich das gern hätte. Und natürlich kann man über persönliche Dinge sprechen, aber sollte nicht in Therapie ausarten. Nicht von meiner Seite, nicht von ihrer Seite. Ich habe leichte Schubsyndrome, meine Hand schläft, ist ganz taub in den Fingerspitzen und ich habe das typische Schubkreuzweh. Ich hoffe nicht, dass es ein Schub wird. Auf den Augen habe ich noch nichts, außer dass ich extrem schiele. Ja, man wird sehen, wie sich's entwickelt. Aber ich möchte im Moment kein Cortison, weil ich erst von Cortison runter bin und der letzte Schub gerade 8 Wochen her ist. Und oder 9 Wochen und das die typische Zeit wäre für den nächsten. Aber ja, ich muss das noch etwas beobachten und wenn die Taubheit nicht besser wird, dann muss ich meine Konsequenzen daraus ziehen, aber ich möchte kein Cortison. Und dabei bleibe ich. Wie gesagt, ich bin sehr müde, hab etwas Kopfweh und fallen die Augen schon zu. Und ich schiele stark. Und ja, war heute sehr anstrengend für mich, mich so lange zu konzentrieren. Aber es war trotzdem nett und ein super Gespräch und einfach sehr freundschaftlich und das ist mir auch wichtig bei den Assistenzen. Heute ist der erste Tag, wo ich einen Effektinentzug merke, der nicht so stark ist, aber mich doch sehr unruhig macht und unrund. Und hoffe, das wird nicht noch mehr. Aber mal gucken. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Marines.